Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil bei mir im Kanal. Es soll heute mal gehen um die Workshop-Log von 2023, Tillich TT Club. Tillich hat einen Club, wo man Mitglied werden kann und da gibt es immer Sondermodelle, die nicht jeder kaufen kann. Und dieses Jahr ist es dieser BR345 von der Bahnbaugruppe nachgebildete Log. Und da ich die Lok sowieso immer auseinandernehme und noch erweitere, habe ich mir den Bausatz geholt oder bestellt. Und der ist gekommen und ich habe mir das alles angeschaut. Verbaut ist die neue Leiterplatte für die V60-Serie, die dann auch in andere reinkommen. Und die sind dann in der 106 und in der 345 überall verbaut. Da wurde auch berichtet in der letzten Clubzeitung über diese neue Leiterplatte. Den einen wird es freuen, der andere wird wieder sehr traurig sein über diesen ganzen Elektronik, der dort eingebaut ist. Da ist auch wieder die ECU mit drin, die Electronic Control Unit, mit der die ganzen Lichter gesteuert werden können. Dazu eventuell im zweiten Teil noch was dazu, damit das hier nicht zu lang wird. Nur mal hier schon vorab, wem das schon interessiert, der geht auf die Tillich-Webseite zu dieser Lok und geht hier auf die extra PDF und erhält dann diese 32-seitige, diesmal sehr umfangreiche Erklärung, wie hier was wo gesteuert werden kann. Ja, und was ist noch neu? Ein Rundumlicht. Und das Rundumlicht ist so transparent gemacht, dass man von unten eine ganz kleine LED dran machen kann. Habe ich auch gemacht. Und dann über den Decoder einen Ausgang so programmieren kann, dass man dort eine bestimmte Blinkfrequenz simulieren kann. Das sieht ganz toll aus. Seht ihr dann später noch in meinen angehängten Film. Jeder, der weiß, wie groß diese Lok ist oder wie klein diese Lok ist, der weiß eigentlich, dass man hier eigentlich gar keinen Sound reinkriegt so richtig. Werner hatte auch schon geschmunzelt und gesagt, na, wir gucken, wie du das gemacht hast. Das geht natürlich nicht. Ich habe extra einen Wagen hinten dran gehangen, wo der Sound diesmal drin ist. Man hätte wahrscheinlich das irgendwie schon reinbekommen. Aber dann kann man nicht mehr durch das Führerhaus sehen. Der Lautsprecher müsste dann in das Führerhaus rein. Und das wollte ich dieses Mal vermeiden. Ja, der Vorteil ist, wenn man einen Bausatz nimmt, dass man eine kleine Montageanleitung dazu bekommt. Da weiß man schon mal, wie so einige Sachen auch gemacht sind. Wichtig ist oder gut ist natürlich auch, wenn man sich die extra PDF noch mit runterlädt und ausdruckt oder halt dort ab und zu mal nachschauen kann. Ja, und dann kann man eigentlich beginnen. Ja, und dann beginnen wir mal mit der Lok. Hier auf dem Bild sind die ganzen Anbauteile schon dran, die ganzen Griffstangen, die aus Metall sind. Sehr gut, nicht aus Kunststoff, bricht nicht so schnell weg. Was ein bisschen tricky war, war das blaue Geländer. Das muss so ein bisschen reingedrückt werden in das Plaster. Das ist nicht passend gemacht mit den Löchern, dass man es reinleimt oder reinklebt. Ja, durch dieses Reindrücken wird dann ein bisschen die blaue Farbe, geht dann ein bisschen verloren, es kratzt ein bisschen ab. Das muss man eben sehr, sehr vorsichtig machen, damit das Ganze funktioniert. Gut, wir öffnen euch die Lok, wie die alten auch zusammendrücken. Das sind vier Nasen unten dran, wie bei der alten V36. Und dann kann man das so langsam abheben. Da sind keine Schrauben drunter, die man dort irgendwie festschrauben oder losschrauben muss. Ja, und das Führerhaus kann man dann auch nochmal separat abmachen, wie allgemein schon bekannt, da ist nichts Neues. Ja, die Lok ist schon soweitgehend vormontiert. Es steht zwar in der Beschreibung, dass man diese Abnehmer, die Stromabnehmer noch selber dran bauen soll, aber bei mir waren die schon drin. Auch das Kabel war angelötet, was man hier sieht. Ich baue dort in den Bereich, wo das rote und schwarze Kupferlackkabel ist, eine Trittstufenbeleuchtung ein. Muss man ein bisschen gucken vorher, ein bisschen anhalten und sich die Stelle markieren. Und an der Außenkante, wie hier zu sehen, eine kleine Kerbe machen, damit die Kabel auch dort durch können. Ja, und die Kabel werden dann schön am Rand langgelegt und bis zu dieser Stelle, wo der Stromabnehmer nach oben hingeht, nach oben weggeführt und dann später angeschlossen. Das sehen wir jetzt hier in dem Bild nicht, weil dort schon der Zwischenrahmen, wo hier die Beschriftung drauf ist, draufgeklickt ist, wenn alle beiden Seiten soweit fertig sind.
Da muss man auch dann schauen, ob die Stromabnehmer alle richtig auf den Rädern liegen, ob das alles so klappt, nichts verrutscht ist. Und dann schnappt das dort ein, alles beschrieben in der Montageanleitung. Ja, und so sieht das dann aus, wenn das fertig ist auf beiden Seiten. Die Leuchtdioden 402 Bar Größe angeklebt mit lichthärtenden Kleber, das geht super. Und dann die Kabel, wie soeben beschrieben, verlegt. Ja, und bevor ich jetzt was über den Einbau dieser stromführenden Magnetkupplung erzählen möchte, nochmal kurz ein paar Gedanken vornweg. Ich möchte gern einen Sound haben in diese Lok. Das geht nicht, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das ist alles ein bisschen klein, der Platz. Oder das will ich jetzt nicht. Ich will den Sound hinten in den Wagen haben. Daher hatte ich überlegt, die gepufferte Spannung, weil ein Puffer würde eventuell reingehen in die Lok, nach hinten zu leiten. Das ist aber wiederum auch gefährlich, wenn man was anderes an diese Magnetkupplung mal anhängt oder so. Deswegen habe ich mich dann umentschieden und mir gesagt, ich mache einfach mal eine Gleisabnahme, die ich von den Wagen, je Doppelgestell, also zwei Räder auf jeder Seite, und von der Lok vier Räder, sodass ich dort eine stabile Stromabnahme oder Spannungsabnahme von den Gleisen habe, weil ich das hier über diese Magnetkupplung verbinde. Und man könnte jetzt die Kabel direkt unten mit anlöten an dieses glänzende Blech. Ich habe es aber noch oben geleitet, weil erster Gedanke war, dass ich dort die gepufferte Plus- und Minusspannung rüberleite. Also wer jetzt möchte, kann hier diese stromführende Magnetkupplung einbauen, die Kabel so verlegen, schön am Rand hier gemacht habe, und kann die auch unten gleich anlöten. Oder zieht sie eben auch mit nach oben und lötet das dann auch auf die Leiterplatte für Gleis rechts und Gleis links. Ja, und das haben wir den unteren Teil schon fertig und kommen jetzt mal zu den Rundumlicht. Ja, wie vorhin schon kurz erwähnt, eine LED, die kaufe ich bei Schönwitz Modellbau, 0402 Baugröße SMD, und die kommt dort unten drunter, genau in die Mitte, bisschen lichthärtenden Kleber drauf, die Kabel mit anlöten, schön in die Mitte verlegen, so dass man es nicht sieht. Die werden dann noch etwas verdrillt auf Länge geschnitten und dann kommt dort ein Stecker dran und die Buchse wird dann auf die Leiterplatte gelötet, kommen wir noch dazu. Ja, und ganz wichtig ist es noch, die Stelle, wo die LED angeklebt ist, schwarz zu lackieren und eventuell noch ein bisschen schwarzes PVC-Band drüber machen, damit es nicht durchscheint ins Gehäuse, dann rein in die andere Richtung. Ja, und wer jetzt wie ich einen Bausatz gekauft hat, ist der nächste Arbeitsschritt Einlegen des Motors, Kabel nach oben, und es steht in der Anleitung drin, dass die Schnecke und die darunter liegenden Zahnräder ein bisschen mit Fett eingeschmiert werden. Da nimmt jeder das, was er sonst immer gern nimmt. Ich nehme Lockfett. Und ich habe mir dann mal die darunter liegenden Zahnräder alle angeschaut. Die waren auch alle trocken. Also ich habe das so weit wie es geht nach unten eingefettet. Und als ich dann zum Schluss fertig war mit der Lok, habe ich die dann nochmal auf den Bauch gelegt und unten nochmal die zwei Schrauben aufgemacht zu den ganzen einzelnen Rädern und die Getriebe. Und die waren auch alle trocken. Dort habe ich auch überall noch ein bisschen Fett reingemacht zwischen die Räder. Kann man auch eher machen, sollte einen sicheren Stand haben. Wenn man es eher macht, bevor man den Motor einlegt, kann man die dann schon etwas auch bewegen. Vorsicht, aber die können es sein, dass es dann hochdrückt, die Räder, dass das alles sich ein bisschen verdreht. Gut, der Motor ist jetzt drin, jetzt kommt die Leiterplatte drauf. Dazu gibt es hier diese zwei schwarzen Druckschrauben, die liegen mit dabei. Man legt die Leiterplatte drauf und schraubt das alles schön fest und dann kann man die Kabel, die man hochgelegt hat, also hier die Gleisabnahme, dementsprechend auch anlöten. Auch die beiden Kabel vom Motor kommen dann an der Seite hoch, die lötet man mit drauf, so wie es in der Beschreibung beschrieben ist. Und vom Decoder also nochmal die Bauanleitung und die extra PDF, dann ist das alles gut erklärt. Auch die ganzen anderen Lötpads, die dort noch vorhanden sind, sind dort gut erklärt. Ja, und Decoder. Hier nochmal dargestellt, das rot umrandete ist der normale Digital-Decoder. Ich verwende da einen Lokpilot 5
Der passt dort gut rein und der Sounddecoder würde, wie hier blau angezeichnet, über diese LED drüber gehen und damit hätte ich auf der einen Seite kein Spitzenlicht. Daher geht ein Sounddecoder dort nicht einzubauen und der Sounddecoder, da verwende ich einen Soundlog 5FX. Das ist ein Funktionsdecoder nur für den Sound, da ist keine Motorsteuerung dabei. Und wenn man das beides so preislich zusammenrechnet, kommt man eigentlich auf den Preis von einem vollwertigen Sounddecoder. So, jetzt nochmal zusammengefasst. Die Stromabnahme von der Lok und von den Wagen ist beides parallel, wenn die zusammengekoppelt sind über die Magnetkupplung. Wenn ich die Lok allein fahren lassen möchte, geht das natürlich auch, allerdings ohne Sound, aber mit allen Lichtfunktionen, die die Lok hergibt, ist das möglich. Dafür gibt es eine extra Adresse und der Wagen hat auch eine extra Adresse. Und da ich da genug Räder für die Strom- oder Spannungsabnahme habe, bräuchte ich eigentlich keinen Pufferspeicher. Also für die Lok müsste es eigentlich völlig reichen, damit der Motor funktioniert. Ich habe hier an den FX-Decoder, an den Sound-Decoder, nochmal einen Pufferspeicher dran gebaut. Aber allerdings einen einfachen, nur einen Kondensator von 2200 Mikrofarad. Der ist ein bisschen größer, passt dort aber wunderbar rein. Nachdem man die Bänke etwas mit dem Seitenschneider ausgeschnitten hat und eine Diode und einen 100 Ohm Widerstand, so wie in der Beschreibung von ESO beschrieben, zusammengebaut und hier an den Decoder dann angelötet. Ja, die Schaltung mit dem Widerstand und der Diode muss sein, weil einfach mal eine Strombegrenzung auch da sein muss. Gut, und dann anschließend wie hier im Bild mit dem Minus und dem Plus. Den Decoder habe ich mit doppelseitigem Klebeband festgemacht. Dafür habe ich zwei Sitzreihen auf jeder Seite verbunden miteinander und den dann dort drauf geklebt. Und auch den Kondensator habe ich etwas festgeklebt mit doppelseitigem Klebeband, damit der nicht rumwackelt. Ja, gut, wenn wir jetzt gerade bei den Wagen sind, machen wir bei den Wagen weiter, machen wir den dann fertig. Also, wir sehen hier nochmal die links. Die Stromabnahme linkes Gleis, dann kommt der Kondensator, die Zwischenladeschaltung mit der Diode und dem Widerstand, der Decoder, der Sounddecoder. Dort habe ich alle Kabel, die ich nicht brauche. Da sind noch viele AUX-Kabel dran abgelötet und einen einzigen gelassen für diese Beleuchtung. Das ist der grüne und das blaue Pluskabel. Ja, und dann ist dort der Lautsprecher noch drin und die Gleisabnahme rechts, wo das rote Kabel dran geht. Und auf dieser Lötstelle sehen wir noch ein kleines schwarzes Kabel. Das ist das Kabel von der Magnetkupplung für die rechte Seite. Und das linke, für die linke Seite, das Kabel geht oben am Rand zu den hinteren Kontakt auf die linke Seite. Ja, und der Lautsprecher, das ist der komplette Zuckerwürfel mit allen Riemchen, die es da gibt, sodass er die maximale Höhe dann hat und das passt auch wunderbar rein. Ja, jetzt geht es zum Anschluss der Lichtleiste. Die Lichtleisten hole ich bei Malutronic. Das ist in der Warmweiße eingestellt auf die jeweilige Helligkeit mit dem kleinen Potentiometer, was da drauf ist. Und grün und schwarz verbunden. Das ist egal, welches Kabel wo rankommt, weil das geht eh noch über den Gleichrichter, sodass das dann ordentlich verschaltet wird. Und dadurch, dass ich über den AUX1 dort gehe, kann ich dann auch softwaremäßig die Helligkeit nochmal extra einstellen. Ja, und wenn alles soweit fertig ist, kommen ein paar Klebepads dran, hier im Bild drei Stück. Und die werden dann abgezogen und dann kommt die Lichtleiste drauf und das sieht dann fertig so aus. Ja, und dann wird alles programmiert zusammen mit der Lok und wenn alles funktioniert, kommt der Deckel drauf und es ist fertig. Ja, und dadurch, dass dieser Aufenthaltsbauwagen Gardinen hat aus Papier, kann man also nicht von außen reingucken und man sieht diese ganzen Bauteile, die ich dort eingebaut habe, nicht. Und das Licht scheint dann schön vereinzelt durch diese Fenster und es leuchtet auch nicht alles gleichmäßig aus, sodass man sagen kann, in einigen Fenstern brennt halt Licht und in einigen ist das Licht eben aus. So, und dann machen wir bei der Lok jetzt wieder weiter. Wir sehen hier im vorderen, unteren Bild nochmal den Kontakt mit der Gleisspannung, die nach links weg geht auf die Leiterplatte. Dort kommen ebenfalls die Kupferlackdrähte hoch von der Trittstufenbeleuchtung.
Da ist das rote Kupferlackkabel, was auch von der anderen Seite kommt, zusammengedrillt an den Widerstand, an Plus. Das ist der Pluspol von der vorgesehenen Pufferspeicherung oder für den Anschluss für den Pufferspeicher, diese drei Lötpads. Und dort habe ich einen 10 Kilo-Ohm SMD-Widerstand angelötet. Und dort kommen die ganzen Pluskabel dran von beiden Seiten für die Drittstufenbeleuchtung. Und die schwarzen kommen auch zusammen, werden auch verdrillt und gehen nach oben auf den AUX-2-Kontakt und werden dort angelötet. Damit ist die Drittstufenbeleuchtung schon erledigt. Und wir widmen uns den AUX-1, der dort noch frei ist. Dort kommt jetzt die Kabel dran für das Rundumlicht. Dazu nutze ich eine kleine Mikro-Steckverbindung, zweipolig. Wie ich vorhin schon sagte, bei den Rundumlicht kommt ein Stecker dran, ein kleiner. Das ist das Gegenteil, die Buchse. Und da kommt das AUX-1, der Minuspol mit dem schwarzen Kabel, dort an den AUX-1-Anschluss. Und das Plus kommt mit einem SMD-Widerstand zwischen 10 und 39 Kilo-Ohm. Ich hatte erst 39 genommen, da war es ein bisschen finster, bin dann auf 10 gegangen. Da kann man es etwas höher dann von der Leuchtintensität machen. Und das ist der Pluspol, wo das drauf kommt von dieser SUSI-Schnittstelle. Ja, und dann ist noch das Kabinenlicht oder die Führerstandsbeleuchtung. Die zwei Kontakte, wie in der Beschreibung von der Leiterplatte beschrieben, 5 Volt. Der vordere Kontakt ist der Minuskontakt und der hintere ist der Pluskontakt. Dort habe ich einen Widerstand von 1,2 Kilo-Ohm, reicht eigentlich zu. Man kann den auch etwas runternehmen auf 860 oder 680 Ohm. Und ich mache das halt so mit einer kleinen SMD-Leuchtdiode. Das sind 1206er, warm weiß, Kupferlackdrähte dran, die etwas verdrillt, dann so gebogen, dass wenn man die Kappe drauf macht, das auch dann so ist, dass das nach oben hin geht. Also ich habe hier keine Steckverbindung genommen. Die wollte ich einfach sparen, weil ich ja schon eine habe für das Rundumlicht. Und so, wenn man das dann dementsprechend biegt, alles mit dem Kupferlackdraht, passt es eigentlich so, dass das oben an der Decke im Führerhaus zum Liegen kommt. Gut, jetzt sind wir mit der Beschaltung der Leiterplatte bei der Lok eigentlich fertig. Was ich noch vergaß, sind die zwei Kabel, die von der Magnetkupplung hochkommen. Die habe ich hiermit auf den Kontakt von der Stromabnahme gleich unten mit angelötet. Wer möchte, kann das auch direkt unten auf dieses Blech löten. Ich habe es jetzt hier oben dran gemacht. Gut. So, und als ich alles zusammengebaut hatte, fiel mir auf bei der Rangierlichtschaltung, da ja nur das rechte in Fahrtrichtung leuchtet, dass das linke auch mit durchscheint. Und ich hatte noch drei Teile übrig. Zweimal dieses hier blau umrundete Kreuz, Kunststoffkreuz, wo ich nicht so richtig wusste, wo das hin soll, war auch nicht beschrieben. Aber ich konnte mir dann denken, dass es hier eine Art Lichttrennung sein soll. Wir haben hier die zwei gelben Leuchtdioden über den gelb markierten und diese leuchten praktisch unten die LEDs aus. Geht dann über Lichtleiter nach unten, wird das hingeführt. Und wenn dort keine Lichttrennung drin ist und nur die eine an ist, leuchtet das praktisch durch die Lichtleiter mit durch. Und daher ist jetzt dieser Einsteck Stutzen, den man dort reinmacht, der trägt zu groß auf, sodass ich dort etwas abknipsen musste, wo die gelben Rechtecke sind. Die musste ich plan machen mit zu dem Metall an die Seiten, damit das Gehäuse dann drauf passt. In der Mitte ist dann etwas Platz noch, wo die Lichtleiter lang gehen. Das kann so bleiben. Und wenn man beide Seiten so bearbeitet, hat man dann eine entsprechende Lichttrennung von rechter und linker LED. Das obere Spitzenlicht betrifft es nicht mit, das wird extra nach vorn geleitet. Ja, und das dritte Teil, das war ein rechteckiges, durchsichtiges Kunststoffteil, 1 cm mal 1 cm ungefähr groß. Da kam dann die Aussage vom Kundendienstlich, das Teil kann man zwischen Motor und Leiterplatte legen, wenn man dann die Leiterplatte festschraubt. Wahrscheinlich ist da ein bisschen Toleranz noch dazwischen. Ich habe es erstmal weggelassen. Das funktioniert so auch ganz gut.
Jetzt kommen noch mal drei Bilder. Hier auf dem ersten Bild das normale Spitzenlicht, hier das Rangierlicht und dann noch mal das Fernlicht, ebenfalls wie das Rangierlicht rechts in Fahrtrichtung unten auf das Drei-Spitzenlicht drauf geschaltet. Sieht man nicht allzu groß, aber etwas macht's aus, wenn es richtig finster ist. Und das Fernlicht ist nicht einzeln schaltbar, nur in Verbindung mit F0. Ja, und all diese Funktionen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, werden über die ECU programmiert, auf die jeweiligen Funktionstasten geschaltet oder verlegt, verknüpft. Und das Kabinenlicht oder Führerstandslicht ist leider nicht programmierbar, zumindest so die Aussage vom technischen Kundendienst natürlich, dass das während der Fahrt ausgeht, dass man das so macht, dass es nur am Stand an ist. Falls da jemand ganz viel Ahnung hat mit der CV-Programmierung und sich da mal probiert hat oder probieren will und das rausfindet, ob es vielleicht doch geht, der kann mir gern mal einen Hinweis geben. Ja, und da die Lok eine schöne Rundumleuchte hat, obendrauf, habe ich diese auch beleuchtet. Und das sieht dann so aus. Und damit der Lokführer nicht ins Finstere steigt, wenn er einsteigen muss, habe ich der Lok noch eine Trittstufenbeleuchtung verpasst. Die geht auf beiden Seiten an. So, und jetzt starten wir die Lok einmal. Vorwärmgerät. Motorstart. Rangiergang mit Geräusch. Wieder zurück. Tür auf, Tür zu und Licht, Trittstufe. Lichtführerstand und Wagen hinten mit Schmierlicht und Blinklicht.
So, das soll es erstmal gewesen sein für den ersten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Im zweiten Teil folgt dann die Programmierung. Lob, Anregung oder Kritik bitte in die Kommentare. Und wenn man gerne eine Nachricht schreiben will, in der Kanalinfo steht auch meine Mailadresse. Bis zum nächsten Mal.